Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Protoss Edition. Und wir spielen gegen einen Terraner. So. Mal wieder in einer Folge, die wieder an dem Tag aufgenommen wurde, wo sie rauskommt. Ich habe wieder überhaupt nichts auf Vorrat. Und zwar gegen zwei Folgen gibt es leider auch aktuell nicht. Weil ich aufgrund, oder Zarg und ich aufgrund verschiedener Sachen nicht zum Aufnehmen gekommen sind in letzter Zeit. Das wird sich leider dieses Wochenende auch nicht ändern. Zarg hat noch ein paar Internetprobleme. Ich hoffe, dass wir am morgigen Sonntag nochmal was aufnehmen können, aber das wird leider nichts. Deshalb könnte es sein, dass es noch ein bisschen länger dauert, bis da die nächsten Folgen kommen. So, ja, und was das 1 gegen 1 angeht, ist immer so ein bisschen die Frage. Bin aktuell nicht so hoch motiviert, muss ich leider sagen. Aber hey, wird schon. Wir spielen auf jeden Fall jetzt erstmal dieses Spiel. Dann gucken wir mal weiter. Scouten mal, ein bisschen spät dran. Warum ist der eigentlich nicht auf 1? Weiß gar nicht, ob ich. Aber wir nehmen mal Nexus. Nicht den Cybercore. Seine ist jetzt doch hier. Sag nicht. Alles gut. Oh shit. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Sure. Ja, wenn er hinten CC First hätte, dann wäre er tot. Mit dem, was ich spiele, von daher vermute ich das auch mal nicht. Und da ist er. Könnt ihr da mit drauf? Oh shit, der hat schon Dings. Hallo! Geh doch zu der Shield Battery! Das ist schlecht. Warum habe ich eigentlich kein Gas? Weil ich das zweite Dings da nicht befeuert habe. Bin da dran? Nee. Ah.
brauchen wir jetzt leider dann doch wahrscheinlich. Nee, können wir aber nicht bauen. Okay, so, ihr seid nur eins. Jetzt mal darauf pressuren. Frage ist, ob er hier eine Banshee baut. Nee. Zwei CCs. Hallo, könntet ihr mal vorlaufen, bitte? Hat gleich Stim, das ist ein bisschen problematisch. Ich weiß auch gar nicht, warum ich so Dings. Keine Ahnung. GG. Das war ja schon wieder ein Spiel. Aber er hatte sehr, sehr viele Worker nachher. Hat früh seinen Angriff quasi abgeblasen. Und gemakrot, was ich ja dann gar nicht gemacht habe. Ich war die ganze Zeit One-Base und so langsam war es hier, wurde meine One-Base ja auch geringer. Sehen wir hier, er hatte halt massiv Vorsprung da. Deshalb war es so wichtig, so viele Worker zu killen. War zwischendurch auch nochmal sehr, sehr eng, muss man leider so sagen. Aber gut, ich hoffe, euch hat's gefallen. Relativ kurz heute, aber geht gerade nicht anders. Ich habe euch ja schon meine Leidensgeschichte erzählt. Hier oben rechts müsst ihr Folge klicken und jetzt erstmal zu mir und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.